Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Manfred Goetzke, schön, dass Sie dabei sind. Vor einer Woche ist die Klimakonferenz in Glasgow zu Ende gegangen und die Reaktionen hier in Deutschland fielen fast einhellig negativ aus. Klimaaktivistin Luise Neubauer spricht von Betrug, die Grünen geben sich enttäuscht und auch der Bundesverband der deutschen Industrie, jetzt nicht gerade des Klimaaktivismus verdächtig, sagt, was in Glasgow erreicht wurde, das reicht nicht aus. Vor allem China und Indien stehen in der Kritik, Klimaneutralität erst bis 2060 bzw. 2070 haben beide Länder zugesagt und eine klare Vereinbarung zum Kohleausstieg wurde verwässert. Anders könne Wohlstand und Wirtschaftswachstum in den aufstrebenden Ökonomien eben nicht gewährleistet werden. Hier in Deutschland soll das alles zwar schneller gehen mit Klimaneutralität und Kohleausstieg, aber auch die künftige Ampelkoalition setzt weiter auf Wachstum, nur soll es eben grün sein. Kann also alles im Grunde so weitergehen, wenn wir nur schnell genug und richtig investieren? Oder ist die Rede vom grünen Wachstum vielleicht nur eine Illusion? Also muss sich nicht nur unsere Energiegewinnung ändern, sondern vielleicht doch auch unser Lebensstil. Darüber möchte ich in unserer Reihe Kultur und Klima mit Maja Göpel sprechen. Sie ist Ökonomin, Transformationsforscherin, zuletzt das Buch Unsere Welt neu denken veröffentlicht. Ich grüße Sie, Frau Göpel. Ich grüße Sie auch sehr herzlich, Herr Götzke. Frau Göpel, lassen Sie uns kurz zunächst mal über Glasgow sprechen. Alles nur Betrug oder Blabla, wie es Greta Thunberg formuliert hat, oder können Sie dem Gipfel irgendwas abgewinnen? Also die interessante Perspektive ist ja, versuche ich es halb voll oder halb leer zu sehen. Also aus der wissenschaftlichen, was wäre nötig gewesen? Und dafür sind ja auch Aktivistinnen wie Luisa Neubauer und Greta Thunberg angetreten, zu sagen, wenn wir die Pfade einhalten wollen, die die Klimawissenschaft modelliert, die nötig wären, um 1,5 Grad zu halten, dann reicht das Ergebnis natürlich gar nicht. Und wenn es politisch betrachtet werden soll, wie sah es vorher aus, dass die USA zum ersten Mal wieder vor Ort waren, dass China sich auch noch zu einem Ziel 2050 zwar erst bekannt hat, also dass überhaupt wieder Bewegung reingekommen ist in einen Prozess, der vorher ziemlich brach lag mit dem Ausstieg der USA, da kann ich natürlich sagen, endlich passiert wieder was. Und so dieses Commitment, wirklich aus der Kohle rauszugehen, da haben wir auch viel Hin- und Her-Argumentationen gehabt. Ja, aber China und Indien investieren da ganz viel. Aus der Perspektive kann man natürlich sagen, es ist was gewonnen. Haben Sie Umdenken und Lernfähigkeit auf diesem Gipfel gesehen? Ich war ja nicht vor Ort. Irgendwann ist es halt schon sehr ermüdend, immer die gleichen Argumente und Taktierereien zu hören. Und da muss man sich schon Mühe geben, zu sagen, hey ho, da ist wirklich was Neues passiert. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir momentan ehrlich drauf gucken. Wir sehen ja eine sehr starke Mobilisierung auch von der Wirtschaft, jetzt teilzunehmen und vor Ort zu sein. Und ich glaube, das ist ganz zentral, es ist einerseits sehr willkommen zu heißen. Das ist ja wahnsinnig wichtig, weil die wirtschaftlichen Akteure müssen diese Transformation ja umsetzen. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch oft gesehen, dass dieses starke Vorhandensein ein Ausdruck der Sorge ist, dass sonst Dinge rauskommen könnten, die ein bisschen schmerzvoll werden. Und deshalb muss es da immer auch ein ehrlicher Blick drauf gehen, ist das eine Verhinderungsstrategie, dass noch mehr rauskommt, oder ist das wirklich eine ko-kreative Suche nach den besten Formen, jetzt schnell in die Umsetzung zu kommen? Sowohl auf dem Klimagipfel als auch unter den künftigen Ampelkoalitionären wird ja sehr, sehr massiv das grüne Wachstum propagiert als die Verheißung. Zu Recht. Ach, der Diskurs ist auch sehr lang. Also ich glaube, was total wichtig ist, wenn man wieder mal das Glas halb voll schauen möchte, ist zu sagen, zum Glück fangen wir jetzt mal an, überhaupt die Farbgebung von Wachstum anzuschauen. Allerdings finde ich es schwierig, da gleich Wachstum wieder drauf zu kleben, weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich bilanzieren würden, was an ökologischer Schadschöpfung in der momentanen Wirtschaftsweise drinsteckt, dann wären wir ja weit davon entfernt, irgendwie noch von Wachstum zu reden, sondern da waren viele Studien ganz groß angelegt in Deutschland, jetzt von der Copernicus-Allianz, 13-19% des Bruttoinlandsprodukts müsste man abziehen, wenn man ehrlich bilanzieren würde, was an ökologischen und sozialen Kosten aufläuft. Wenn wir das erst abziehen und dann sagen, jetzt verbessern wir es unter Berücksichtigung und Rausrechnen der ökologischen Schadschöpfung, da bin ich total dabei, dann rede ich sofort von Wachstum. Aber solange wir uns über die Baseline nicht verständigen, sondern sagen, alles das, was momentan an Schadschöpfung positiv bilanziert wird, darf drinbleiben, sind wir nicht ehrlich in dem, wie wir hingucken. Und deshalb finde ich es ganz zentral zu unterscheiden, einfach vielleicht unterschiedliche Wachstumsbegriffe. Worum geht es da eigentlich und warum ist es schwer, da überhaupt über das Gleiche zu sprechen? Ja, ich finde es ja sehr spannend, dass Sie von Schadschöpfung sprechen.
muss man viel häufiger diesen Begriff nutzen und den entgegensetzen, dem Begriff Wertschöpfung, den wir üblicherweise benutzen. Das wäre aus meiner Sicht ehrliches Bilanzieren. Und da gibt es ja auch spannende Initiativen, die das versuchen. Ne? Also so unter dem Schlagwort der Taxonomie auf dem Finanzbereich wird ja versucht zu sagen, in welche Anlageobjekte oder in diesem Fall ja auch vor allem die fossilen Energieträger sollte jetzt nicht mehr investiert werden. Also es darf nicht mehr ein Wertschöpfungsmodell aus etwas generiert werden, von dem wir wissen, dass die weitere Nutzung sogar rein ökonomisch betrachtet. Wenn man sagt, ich ignoriere das, dass Länder untergehen, ist mir auch ein bisschen egal, dass wir Riesenfluchtbewegungen haben werden. Also rein ökonomisch betrachtet wird es ja teurer, wenn wir diesen Klimawandel nicht in den Griff bekommen, als wenn wir jetzt Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Und deshalb ist die Bemühen der Taxonomie ja zu sagen, dann dürfen Investitionen in die fossilen Energieträger eben nicht mehr als Wertschöpfung kalkuliert werden. Wenn sogar die Internationale Energieagentur in diesem Jahr gesagt hat, wir müssen sofort die Exploration von neuem Gas, sogar Gas und Kohle und Öl stoppen, wenn wir das schaffen wollen mit dem Klimaziel. Das wäre ja genau konsequent. Und das Gleiche sehen wir auf der Unternehmensebene unter dem Stichwort True Cost Accounting oder auch Planetary Boundaries Accounting. Zu sagen, wir versuchen wirklich ehrlich zu bilanzieren, wo sind die Umweltkosten eigentlich so hoch, dass wir vielleicht sogar unsere Gewinne deutlich reduzieren müssten. Da gab es sehr große Studien im Rahmen der Vereinten Nationen. Unter True Cost kann man das auch nachlesen, wenn man online den Begriff eingibt. Und da wären die Geschäftsmodelle von vielen großen Unternehmen halt negativ in der Summe. Ist die Debatte denn aktuell eher von Mut oder von Mutlosigkeit geprägt? Ich finde, unsere Debatte in Deutschland ist von Bequemlichkeit geprägt. Ich finde das total abgefahren. Also wie oft sich dann so, also bis hin zu Diskussionen über, wie wird die Bundesregierung jetzt klimaneutral, will ich nie vergessen. Ja, wenn die Kantine dann vielleicht anderes Essen anbietet, weil eben nicht mehr dauernd nur Fleisch ist, aus öffentlicher Hand finanziert. Oder Menschen vielleicht nicht mehr mit Dienstwagen hier hin und dahin fahren können oder vielleicht nicht mehr so viele Flugreisen von Bonn nach Berlin. Da kommen selbst von denen, die in einem Umweltministerium arbeiten, manchmal, ja, aber die Lösungen, die das alternativ sein sollen, müssen ja bequemer sein als heute, sonst gehen meine MitarbeiterInnen nicht mit. Wo ich denke, warte mal. Also ich finde, das ist eine ganz interessante Selbstbeschreibung, als hätten wir Fortschritt mit immer weniger sich für irgendwas anstrengen müssen, gleichgesetzt. Also so kommt mir das gerade vor. Und dann kann ich natürlich Technologisierung als die Abhilfe feiern, aber alles, was damit zu tun hat, sich selbst mal wieder zu benutzen und damit vielleicht auch zu spüren, ist gleich irgendwie anstrengend und unzumutbar. Das heißt, wir müssen aber auch also mit unserer Idee vom Wachstum auch unsere Vorstellung von Fortschritt ändern. Ja, also das wäre doch super, wenn wir erstmal ganz ehrlich wieder hinschauen. Und da gibt es ja in Deutschland auch schöne Konsenspapiere, sage ich mal, oder Umfragen oder sogar Strategien. Also wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, die hat unsere Bundesregierung auf der Ebene der Vereinten Nationen mit den Nachhaltigkeitszielen, den 17, in 2015 ja quasi top-down verabschiedet. Also mit Expertinnen und Experten beraten, anderen Regierungen beraten und sagen, diese 17 Ziele geben wir uns. Und die sprechen ja eine sehr andere Sprache von dem, was ein erfolgreiches Entwicklungsmodell ist. Denn darum geht es ja bei nachhaltiger Entwicklung. Das sollte ja eigentlich die Qualifizierung sein von dem, was wir Fortschritt nennen. Und da ist dann Bildung ganz zentral, nicht nur Zugang dazu, sondern auch hochqualitative Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, eine nachhaltige Infrastruktur, nachhaltige Nutzung der Ökosysteme und so weiter. Und da brauche ich natürlich andere Messgrößen. Und da gibt es auch Indikatorik, und wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland. Die findet nur sehr wenig Referenz in den politischen Diskussionen oder auch Haushaltsdebatten. Und gleichzeitig hatten wir auch einen Bottom-up-Prozess, ne, weil es geht ja immer darum, müssen wir es jetzt bottom-up oder top-down. Aber das Gute ist ja, wir hatten eine große Umfrage, 2017 lief das, als die Frage des guten Lebens sehr stark war, wo wirklich in der Bevölkerung, Minister waren unterwegs, in der Fläche gefragt wurde, was ist ihnen denn wichtig? Dann sieht man eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem, was Menschen sich wünschen. Und wie das auch in der Nachhaltigkeitsstrategie gefasst ist. Und das ist ja eigentlich eine total gute Nachricht, dass wenn wir selber darüber nachdenken, was hätten wir gerne in unserer Gesellschaft, und wenn die Experten und Länder der Welt sich zusammengetan haben, gesagt haben, aus der Forschung würden wir sagen das und das, kommen wir zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen, dann könnte man das ja auch mal ganz ernsthaft zur Richtschnur von Fortschritt und Fortschrittsberichterstattung machen. Und auch von Klimapolitik. Ja, die wäre eigentlich ja drin. Also erstens kann ich dann natürlich sagen, welche Dinge sollten wir dringend erhalten und welche Dinge sollten wir ganz dringend transformieren, damit wir innerhalb dieser planetaren Grenzen, also sprich eines stabilen Klimas, bleiben können.
Und das ist ja ganz oft die Botschaft. Niemand will irgendwem irgendwas wegnehmen, madig machen oder so, einfach nur, weil es lustig ist. Sondern es geht darum anzuerkennen, dass Physik halt Physik ist. Was aber gar nicht egal ist, und das finde ich viel wichtiger, immer mitzudiskutieren, ist, wer hat dann das viele Geld, um sich dagegen zu wehren oder was wieder aufbauen zu können oder Dämme zu bauen oder eben trotzdem in Urlaub zu fahren, wenn ein starker CO2-Preis kommt und wer nicht. Und deshalb ist es so wichtig, aus meiner Sicht, die Lebensqualität und worum geht es eigentlich im guten Leben, da ist nämlich ganz stark das Zusammenleben relevant und dass das sich dazugehörig fühlen und das sicher fühlen und nicht abgehängt werden fühlen, ist ganz zentral für soziale Kohäsion und damit auch für eine demokratisch verfasste Gesellschaft. Und deshalb das Soziale mit diesen ökologischen Zielen immer zusammenzudenken, das ist die Essenz von Nachhaltigkeitspolitik und deshalb ist mir das so wichtig, dass das nicht vergessen wird. Für viele ist dennoch Klimapolitik oder die Politik, die klimagerecht wäre, in Deutschland mit dem Begriff Verzicht verbunden. Ist es ehrlich, von Verzicht zu sprechen oder ist auch dieses Denken von Verzicht überhaupt schon falsch? Das kann ich ja eigentlich nur im Kontext beantworten. Also ich schaue mir ja rein oder ich schaue mir in Ruhe an, in welchem Kontext nehme ich etwas in Anspruch? Weil ich kann ja nur auf etwas verzichten, wenn ich vorher einen Anspruch darauf deklariert habe. Und ist dieser Anspruch eigentlich gerechtfertigt? Und das ist natürlich genau die Verteilungsfrage, in die wir reingerutscht sind. Und deshalb finde ich es total relevant zu sagen, das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch deutlich gemacht, dass es eben kein Grundrecht auf jeden Tag Fleisch gibt und auch nicht ein Grundrecht auf 180 km/h auf der Autobahn oder auf 4-7 Mal in Urlaub fliegen im Jahr. Das sind alles Gewohnheiten, das sind Lebensstile. Aber es gibt sowas wie ein Grundrecht auf den Schutz der Lebensgrundlagen von Menschen. Und das ist die liberale Wertebasis einer Demokratie. Eine Verfassung, die sagt, die Würde und das Wohlergehen der Menschen steht im Mittelpunkt und eben auch eine gewisse Gerechtigkeit oder Inklusion. Und dann war das Urteil des Verfassungsgerichts ja zu sagen, die Lebensstile der heutigen Generation dürfen nicht so CO2-intensiv bleiben, weil dann die Form, Freiheiten leben zu können, für zukünftige Generationen sehr stark oder die junge Generation, schon die heute da ist, sehr stark eingeschränkt sein wird. Das heißt, die Ressource ist nicht das Geld, über das wir verhandeln häufig, sondern in dem Fall ist es eben die Atmosphäre, also das Budget von CO2, was uns bleibt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Also einmal haben wir die Währung geändert und das andere ist, dass ein Freiheitsverständnis von heute, intertemporal, nennen wir das dann in der Forschung, eben mit den Effekten in der Zukunft zusammengedacht werden muss. Und da werden wir häufig, und wenn man die globale Perspektive auch noch dazu nimmt, zu der Erkenntnis kommen, dass wir vielleicht ein bisschen viel Anspruch heute haben und es eigentlich nicht Verzicht ist, sondern ein Zurücknehmen im Sinne der gerechten Verteilung von der begrenzten Ressource. Und deshalb finde ich es so wichtig, Freiheit immer relativ zu verstehen und freiheitssichernde Politik immer nur im Rücksicht, also Rücksicht auf den jeweiligen Kontext überhaupt diskutieren zu können. Das ist nicht einfach, haben wir auch bei Corona gesehen, ne? Aber die Verbindung und Rückkopplungsschleifen zwischen etwas tun oder etwas nicht tun und auf wen hat das dann Auswirkungen und zu welchem Zeitpunkt, das sollte man möglichst transparent und verständlich auf den Tisch legen, bevor man sehr agitiert brüllt, dass es nur um Verzicht geht. Ist Deutschland besonders mutlos, wenn es um solche gesellschaftlichen, globalen, fundamentalen Veränderungsprozesse angeht? Ich finde, dass bei uns gerade im Kulturraum gerade unheimlich viel diese Frage nach, worum geht's eigentlich und wohin wollen wir eigentlich, sich doch Bahn bricht. Und das macht mir sehr viel Mut. Und wenn ich so bei Unternehmen nachhöre, die sagen auch, boah, von den MitarbeiterInnen kommt das total stark, gerade von der nachrückenden Generation. Einmal diese Work-Life-Balance-Frage. Also deshalb haben wir, glaube ich, ja auch im Moment interessanterweise nicht das Problem, dass die Vermögenden ganz viel Reichtum behalten müssen, damit sie Arbeitsplätze schaffen, sondern eher die Situation, dass wir viele, viele Arbeitsplätze haben, die wir nicht besetzt bekommen. Auch da würde ich mir manchmal wünschen, dass ein Sachverständigenrat Wirtschaft vielleicht den Kontext anguckt, bevor er irgendwie immer wieder die gleichen Rezepte verbrät. Da, glaube ich, ist es ganz wichtig zu gucken, wo kommt Veränderung her und wer sind da wirklich die Treiber. Und das sind für mich sehr viel mehr die Startups, soziale Innovationen oder eben auch aus dem kulturellen Bereich, wo jetzt gerade mit dieser ganz klaren Orientierung auf wir wollen die Dinge einem anderen Purpose, also einer anderen Ziel- und Zweckrichtung, daran ausrichten, sich auf den Weg machen und dann eben erstmal bottom-up Dinge entwickeln. Ich habe Sie gehört auf der Fridays for Future Demo, kurz vor der Bundestagswahl, da haben Sie gesagt, die Gesellschaft ist eigentlich schon weiter als die Politik. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass es ganz häufig eher diese Verunsicherung darum ist,
wer zieht jetzt eigentlich mit und wer zieht nicht mit und wie werden unterschiedliche Privilegien in der Umsetzung verteilt oder eben auch nicht. Also ich zitiere immer und immer wieder die Arbeit von Moin Common, weil ich die einfach ganz großartig finde, die auch in Deutschland jetzt angefangen haben zu recherchieren, was sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten zwischen Menschen. Und da sind 80% sehen zum Beispiel das Klima als ganz große Herausforderung, aber mit sehr viel Sorge, weil sie das Gefühl haben, dass Politik und Wirtschaft nicht genug tun und sie selber aber bereit wären, mehr zu tun. Und Achtung festhalten, 60% wünschen sich mehr Verbote und Regeln, damit man endlich das Gefühl hat, dass die eigenen Aktivitäten in der Summe mit den Aktivitäten anderer überhaupt das Problem lösen können. Das ist ja das Verrückte. Bei denjenigen, die die Wahrheit quasi über den Zustand des Klimas an sich heranlassen, ist der nächste Punkt ja die Verzweiflung darüber, dass sich wenig bewegt. Und dann kann ich irgendwann sagen, ja, dann brauche ich mich ja auch nicht mehr verändern. Und dann ist es eine Einschränkung. Ne? Dann fühlt es sich als ein Verzicht an, wenn die anderen um mich herum weiter auf Instagram da ihre wilden Post-its machen. Und wenn ich dann auf den Menschen mit dem vermeintlich erfolgreichen Lebensstil vielleicht auch mal kurz rückmelde, was das für Konsequenzen hat, da bin ich sofort die moralinsaure Tante, die es eigentlich nur aus Neid heraus macht. Und deshalb finde ich es da auch so wichtig, dass wir ein bisschen vorsichtig sind mit dem, wie schaffen wir es wirklich, strukturverändernde Politik ist es ja. Also wir sprechen nicht über eine leichte Anpassung unseres Konsumverhaltens, wir sprechen über einen Strukturwandel in ganz zentralen Bereichen unserer Gesellschaft, dass wir den tatsächlich mit verbindlichen Regeln deutlich besser hinbekommen, weil auch der Mut dann wieder steigt, von den Einzelnen zu sagen, dann lege ich noch einen drauf. Ich kann so kleine Anpassungen und Schieben machen, aber die ganz großen Veränderungen werde ich nicht hinbekommen, wenn wir nicht auch die Regeln anpassen. Das heißt, der gesamte Diskurs ist momentan auch zu sehr auf das Individuum fokussiert und zu wenig top-down? Ja, das Interessante ist ja zu gucken, wo kommt diese Fokussierung auf die Individuen her? Das habe ich auch lange gar nicht gewusst, also, und habe auch viel mit dem ökologischen Fußabdruck gearbeitet, um sich selbst auch irgendwie zu sehen. Ne? Also zu gucken, wie viel ist mein Lebensstil eigentlich an CO2 und an Wasser oder so. Das kann man ja inzwischen relativ gut berechnen. Aber dann zu bemerken, dass das eigentlich eine Erfindung gewesen ist von den Konzernen, dass die das sehr stark aufs Individuum gesetzt haben. Wenn wir es jetzt hören, wie die einzelnen Konzerne sagen, ja, sie können ein bisschen kürzer heiß duschen und so, und dann tragen sie auch alle was dafür bei. Nein, also die ganz großen Rädchen werden auf jeden Fall nur auf Seiten der Produzenten gestellt werden können. Und das mit Hilfe von entweder Druck aus der Regierung oder eben auch Unterstützung. Die wirkliche Verantwortung zur Weltrettung kann nicht bei so einer Asymmetrie von Information und Marktmacht irgendwie bei den Einzelnen liegen. Und wenn Sie jetzt da das anschauen, was die künftige Bundesregierung, einiges ist ja klar, vieles noch nicht plant, wenn wir das mal in Betracht ziehen, wird da an den richtigen Rädchen ausreichend gedreht? Also ich mache mir so ein bisschen Sorge, dass wir eigentlich, ich habe gedacht, es könnte eine Riesenchance sein, jetzt mit dieser Aufbruchsstimmung und die Sachen zusammenbringen. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Sorge, dass wir eigentlich wieder in Silos antreten werden. Also dass so ein bisschen die eine Partei für sich deklariert, sie hat die Wirtschaft verstanden und die andere ist dann darauf reduziert, die Ökologie zu machen. Und die dritte kümmert sich dann hoffentlich auch ein bisschen ums Soziale. Aber eigentlich müssen wir ja genau raus aus dieser Säulendenke und haben das ja zum Glück mit so einem Klimaschutzgesetz auch zum ersten Mal gemacht, dass wir gesagt haben, die wichtigen Themen, wie aus meiner Perspektive zum Beispiel auch die Digitalisierung, gehören nicht in einzelne Ressorts, sondern müssen ressortübergreifend koordiniert und bearbeitet werden. Also wirklich zu fragen, was ist das Problem, was wir lösen wollen und wer in welchem Ressort hat dafür Stellschrauben in der Hand und wie kriegen wir das hin, dass diese unterschiedlichen Stellschrauben so kohärent, also Politikkohärenz fordern, miteinander vereint werden, dass wir gemeinsam in eine Richtung ziehen. Sonst haben wir ja den Effekt, den wir jetzt noch haben mit diesem, inzwischen hat das Umweltbundesamt 65 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen berechnet, wo die Subventionen eigentlich gegen den Klimaschutz schieben und wir gleichzeitig irgendwie Klimapolitik machen. Und das funktioniert ja nicht. Also da muss ich schon eine Richtungsklarheit herstellen. Und da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich hatte eine Zeit lang wirklich Hoffnung, so mit Digitalstrategie quer, vielleicht auch eine Landnutzungsstrategie, fände ich super. Dann wollen wir ganz viele Häuser nachbauen und Wohnungen. Dann wollen wir 2% für die Wind
oder Erneuerbaren zur Verfügung stellen und bestimmt auch noch Straßen bauen. Und im Zweifel bucht das alles auf den gleichen Quadratmeter, wenn die sich nicht untereinander gut abstimmen. Und dann lasst uns gucken, wie kriegen wir diese Ziele gemeinsam gedreht. Also wir haben das beim letzten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderung, wo ich dabei war, Landnutzungsstrategie aus der Nutzenkonkurrenz in die Multigewinnstrategien genannt. Ne, wenn ich wirklich schlau überlege, wie kann ich Energieproduktion und Biodiversität aufbauen, CO2 senken, Wasserkreislauf und vielleicht auch eine andere Form des Wohnens und sowas wieder viel integrierter denken, dann muss ich anders kooperieren. Und diese Form von, wie sollten wir die Prozesse eigentlich gestalten, damit wir diese Ziele erreichen können, da hatte ich ganz viel Hoffnung und die rutscht mir gerade so weg. Ich möchte zum Schluss noch mal auf einige Klimaaktivisten zu sprechen kommen. Diejenigen, die kürzlich in Hungerstreik getreten sind, Hungerstreik der letzten Generation, arbeiten sehr viel mit einer sehr großen Drastik in der Sprache. Mord an der jungen Generation, Klimaapokalypse. Ist es sinnvoll, diese Drastik in der Sprache zu verwenden oder schreckt das Menschen eher ab? Also ich komme ja selten gleich von Anfang an mit so einer verbalen Granate um die Ecke. Wenn ich aber vorher immer und immer wieder gehört habe, dass das freiheitsberaubend ist, dass das wirtschaftsfeindlich ist, dass das zurück in die Höhlen bedeutet und sowas, kann ich das schon verstehen, dass man irgendwann anfängt aufzurüsten, weil man das Gefühl hat, meine Güte, ich komme ja überhaupt nicht durch. Die nehmen das überhaupt nicht ernst und hier geht es wirklich um meine Zukunft. Und ich habe ja mit vielen, gerade der jüngeren Personen, auch direkt gesprochen. Die Sorge darum, dass das ausgesessen wird von Menschen, die halt gerne an ihrer Bequemlichkeit festhalten möchten oder auch an ihren Privilegien festhalten möchten, die ist ganz real, die ist da und die finde ich legitim. Das heißt, ich würde da gucken, in welchem Verhältnis ist das entstanden. Und gleichzeitig ist es aus der Forschung völlig evident, dass diese starken Drohkulissen, ohne dass wir da gleichzeitig über die Lösungen sprechen, also weniger auch aufrüttelt, so, aber viele dann in diese Paralyse eigentlich führt. So, oh mein Gott, mein eigener Wirkraum ist gar nicht groß genug für die Analyse dieser Dramatik oder für die Bezeichnung dessen, was da ins Haus steht. Dann halte ich mich lieber raus oder ich werde selber depressiv. So. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, immer den Fokus darauf zu legen, was sind die Lösungen, wie kommen wir da raus, was können wir alle tun. Und da ist natürlich der eigene Selbstwirksamkeitskreis ganz wichtig, aber gleichzeitig immer und immer wieder zu sagen, es ist die Verantwortung der Politik und der produzierenden Seite in unserer Wirtschaft da, die Stellschrauben zu drehen. Und es gibt ja gute Möglichkeiten. Also wir hatten Klima vor 8 Jahren als so ein Format, ist vorgeschlagen gewesen, nicht durchgekommen. Statt der Börsenkurse, die ja so fürchterlich irrelevant sind für den ganz großen Teil der deutschen Bevölkerung, mal zu sagen, hey, wie sieht das aus mit der Klimakurve? Schaffen wir das, dieses Flatten the Curve? Ne? Also wo stehen wir? Die Ernsthaftigkeit bitte überhaupt nicht aus dem Auge zu verlieren und dann jeden Abend zu berichten darüber, wo jetzt gerade irgendeine Firma, irgendeine Initiative, irgendeine Kommune, irgendwie auch mal eine Einzelperson oder ein Politikerin wirklich einen Durchbruch geschafft hat, damit wir diese Kurve runterkriegen. Und dann kann es ja auch sowas ja mehr Spielerisches und einen positiven Wettbewerbscharakter haben, aber ich darf die Ernsthaftigkeit des Ziels dabei nicht aus den Augen verlieren. Also weniger Appelle und mehr aufzeigen, dass Klimaschutz auch Spaß machen kann? Ja, und vor allem, dass es geht. Und es wird nicht alles Spaß machen, aber wir sind doch auch erwachsen. Also da bin ich zum Teil wirklich bei Leuten wie Rezo und anderen, die sagen, Entschuldigung, diese Infantilisierung leisten wir uns sonst auch in keinem Bereich. Aber nicht unsere Lebensgrundlagen kaputt machen, das muss auf einmal Spaß machen. Also man sagt ja auch nicht, hey, yo, würdest du vielleicht bitte deine Steuererklärung machen? Es macht mega Spaß, Digga. Ich komme vorbei und wir trinken Sekt dabei. Entschuldigung, das macht man einfach, weil sonst das System halt nicht funktioniert. Und auf einmal bei der Klimafrage muss es alles Spaß machen, sonst kann man es leider nicht tun. Ich frage mich wirklich, was so ein Botschafter der Malediven denken muss, wenn der bei uns manchmal diesen Diskurs hört. Wir gehen unter, blub, wir sind inzwischen vor dem Internationalen Strafgerichtshof und dringen auf den Tatbestand des Ökozids. Und hier heißt es, oh ja, aber wenn es mir nicht so viel Spaß macht, mit einem kleineren Auto zu fahren, dann lasse ich das, Digga. Und das meine ich mit dem, was ist die Verantwortung, die ich für die Konsequenzen meiner Aktivitäten in Betracht ziehe. Und natürlich ist das uns selbst überlassen, zu sagen, hier ist meine Grenze, mehr will ich nicht und so. Aber wir müssen schon aufpassen, finde ich, was Repräsentanten der Demokratie oder auch Professorinnen und Professoren, die einfach angetreten sind, ja möglichst das beste Wissen der Gesellschaft zu verbreiten, da zum Teil für Rhetorik auffahren. Und ich möchte, dass wir in unserer Demokratie weiterhin eine liberale, sprich vernunftorientierte und lernbereite sind.
Frau Göpel, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Die Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Maja Göpel, Innenkulturfragen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.